Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meiner Challenge für mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und ich habe heute die liebe Laura da. Das war eine ganz spontane Aktion von uns, dass wir gesagt haben, wir machen dafür nochmal ein Interview. Und ich freue mich sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Hi Julia, ja, voll gerne. Magst Sehr du gerne. gleich mal zum Start so ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du machst? Sicher, also ich bin Trainerin für Selbstbewusstsein und Ausstrahlung und Charisma und kam so über die Theater- und Schauspielschiene so in dieses ganze Thema eigentlich überhaupt rein, so unbewusst zur Persönlichkeitsentwicklung, wenn du so willst. Und habe mir dann überlegt, okay, das, was ich eigentlich sowieso schon als Trainerin mache, das war ja so Richtung Körpersprache und Stimme trainieren und entwickeln und auch Rhetorik, da fehlte irgendwo noch was. Ne, weil wir kennen ja alle die ganzen Rhetoriktrainer, die einem dann sagen, man soll so und so reden, man soll das und das sagen und die Argumentation. Und naja, aber irgendwie ist es ja nicht das, was man tatsächlich möchte. Was wir eigentlich wollen, wenn wir das alles nutzen, ist ja selbstbewusster werden. Genau deswegen habe ich mir das dann noch so zusätzlich mit angeeignet über die Schiene Psychologie, über eine Trainerausbildung. Und habe mir das jetzt so eben Kombination gemacht, sodass ich jetzt Leute dabei begleite, selbstbewusster zu werden und damit natürlich auch sich im ganzen Leben erfolgreicher und auch viel wohler zu fühlen. Super. Und damit bist du ja die perfekte Person heute hier für uns. Für das Thema, ja. Ja. Und erzähl mal, wie war das so bei dir? Also würdest du sagen, du warst schon als Kind sehr selbstbewusst, weil du selbstbewusste Eltern hattest? Oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt? Das ist schwierig zu sagen. Also ich weiß, dass ich sehr schüchtern war als Kind. Dass ich auch so in der Schule und in der Grundschule, besonders in der Grundschule, auch dann irgendwo sehr zurückhaltend wurde, mich auch ein bisschen verschlossen habe, was einfach auch daran gelegen hat, dass ich in der Grundschule nicht wirklich Freunde hatte, dass ich teilweise auch ausgegrenzt wurde und sowas. Also so Richtung Mobbing würde ich das fast schon sagen. Es war nicht so schön und da war das dann so nicht so sehr angenehm. Es hat sich dann schlagartig geändert, als ich aufs Gymnasium halt einfach gekommen bin. Andere Umgebung, andere Leute. Und was für mich der große Auslöser war, ich habe angefangen, Theater zu spielen. Heißt also, ich habe angefangen, ohne dass ich es wusste, damals genau das zu machen, was ich mit meinen Kunden jetzt mache. Die Körpersprache entwickeln, eine aufrechte, selbstbewusste Körperhaltung. Was passiert da? Was macht das mit dir? Du fühlst dich direkt viel wohler, viel stolzer, viel präsenter. Und das auch in Richtung Stimme. Wie konnte man das verändern? Die Stimme verändern, die Stimme entwickeln. Habe ich ja alles während des Theaters so angefangen und dann im Studium weitergemacht. Ich habe Sprechwissenschaften studiert, so Kommunikation und Rhetorik und die Stimme entwickeln und habe auch gelernt, wie ich das anderen Menschen beibringen kann. Und da habe ich dann wirklich nach jeder einzelnen Sprechbildungsstunde, habe ich mich so glücklich gefühlt, bin so aufrecht durch die Gegend gegangen, einfach weil das so gut getan hat. Und das ist jetzt das, was ich nutze, um die Leute, die zu mir kommen, wirklich zu zeigen, wie sie im Alltag mit winzigen kleinen Veränderungen schon lernen können, sich selbstbewusster zu fühlen, vor allem auch stärker aufzutreten. Ja, gerade bei uns Frauen ist es ja ganz oft so dieses Ding, wir machen uns so klein, wir machen uns so runter manchmal im Kopf, wir sind so selbstkritisch und das ist einfach überhaupt nicht nötig. Und da will ich unbedingt den Menschen mit auf den Weg geben, wie sie das eben schaffen, im Alltag eben nicht mehr zu sagen, ach, du bist so ein Idiot, nie kriegst du was hin und sich dann eben noch so schlechter zu fühlen, sondern das eben wirklich auf die andere Schiene zu betrachten. Schön. Also war es für dich keine bewusste Entscheidung, wie zum Beispiel jetzt für die Teilnehmer, die bei der Challenge mitmachen, zu sagen, okay, ich möchte einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, ich möchte selbstbewusster werden. Aber gab es so einen Punkt, wo du gemerkt hast, da hat sich was bei mir verändert, ich bin wirklich ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch jetzt? Also das ging auf jeden Fall eher schleichend. Das ist immer so dieses jetzt Rückblicken, kann ich schon irgendwo festmachen, woran das liegt. Gerade wo ich jetzt als Trainer weiß, wo Selbstbewusstsein herkommt und wo ich halt weiß, wie ich das wirklich bewusst mit meinen Leuten entwickeln kann, kann ich eben trotzdem sagen, ah genau, ich habe ja das und das gemacht und daher kam das dann. Auf jeden Fall war ich dann, als ich angefangen habe zu studieren, schon viel selbstbewusster, einfach weil ich da schon sehr viel an mir gearbeitet hatte. Wo ich aber jetzt erst rückblickend halt weiß, dass ich es gemacht habe, weil das einfach eine unbewusste Entscheidung war, wenn man so will. Ja. Aber dadurch kann man halt schön zeigen, dass es halt wirklich jeder lernen kann. Dass egal ist, was du jetzt erstmal für Voraussetzungen hast, dass jeder lernen kann.
Das finde ich halt auf jeden Fall, sei das jetzt Selbstbewusstsein oder auch Charisma, was ja beides sehr eng miteinander verbunden ist, hat so dieses gewisse Etwas, dieses Menschen für sich begeistern und sich selber halt auch für sich begeistern. Und da muss man halt einfach verstehen, dass sowohl Selbstbewusstsein als auch diese gewisse Ausstrahlung sehr individuell ist. Und wenn ich jetzt denke, dass Selbstbewusstsein nur jemand ist, der wirklich laut ist und der immer im Mittelpunkt steht und ich selber bin aber jemand, der vielleicht eher zurückhaltend ist, dann denke ich doch, ich kann niemals selbstbewusst sein, weil so bin ich einfach nicht. Es muss zuerst wirklich im Kopf ein bisschen Klick machen, dass klar ist, okay, ich kann auch auf eine ruhige und gelassene Art, auch auf eine zurückhaltende Art selbstbewusst sein. Und das will ich vor allem auch ganz doll nahebringen, dass das auch auf diese Art und Weise funktioniert. Muss halt jeder für sich selber so entdecken, wie ist denn so mein Charakter, wie ist meine Persönlichkeit und entsprechend dann eben verstehen, was für eine Art von Selbstbewusstsein passt denn zu mir. Und dann geht's los. Und wenn jetzt jemand die Entscheidung getroffen hat, okay, ich möchte gerne an meinem Selbstbewusstsein, meinem Charisma arbeiten, was würdest du sagen, so, ich sag mal so 3 Tipps für den Alltag, um so jetzt mal so darin einzusteigen, die ersten Schritte zu machen? Ich finde eine Übung da an der Stelle schon mal ganz schön für den Anfang. Und zwar ist das eine Art Mentalübung, die ich sehr gerne in größeren Gruppen, aber auch so individuell nutze. Und das funktioniert auf der Grundlage, dass du deswegen selbstbewusst bist in einem bestimmten Moment, weil du es wann anders schon mal gewesen bist. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen kurios, weil vielleicht jemand, der das hört und gerade in so einem kleinen Tief ist, sich sagt, ich bin ja aber gar nicht selbstbewusst. Und dann sage ich, ja gut, dann gehen wir jetzt mal in deinem Leben eine Situation durch und nehmen einen Moment raus, in dem du dich selbstbewusst gefühlt hast. Und da gibt es bei jedem was. Sei das jetzt, dass du irgendwie mal einen richtig tollen Kuchen gebacken hast und die Familie war ganz begeistert und hat gesagt, ach Mensch, das hast du ja toll gemacht und du hast dich so richtig stolz auf dich gefühlt. Oder sei das jetzt ein Moment gewesen, an dem vielleicht eine Freundin dich um Rat gefragt hat und sehr dankbar war, weil du ihr so gut weiterhelfen konntest. Oder du hast woanders ein Kompliment bekommen oder dir ist selber irgendwas gut gelungen und du hast so innerlich gesagt, oh super, heute geht's einfach richtig toll und du hast dich richtig gut gefühlt. So einen Moment suchst du dir raus. Es dauert manchmal ein bisschen länger, den zu finden. Das ist vollkommen okay, weil sowas einfach im Alltag immer, das wird direkt wieder vergessen. Da ist irgendwas richtig toll gelaufen und anstatt wirklich zu sagen, oh geil, das habe ich jetzt super gemacht, gehst du schon wieder in die nächste Aufgabe, die bei dir ansteht. Und das ist halt wirklich ganz wichtig, diese selbstbewussten Momente bewusst wahrzunehmen und zu sammeln. Ganz kurz nochmal für dich so zum Verstehen. Es ist wirklich ganz normal, dass wir das im Alltag vergessen, da stolz auf uns zu sein und selbstbewusst zu sein. Das ging sogar mir so. Ich meine, ich weiß ja eigentlich, wo der Hase langläuft. Theoretisch heißt noch nicht, dass ich das leben kann. Ich hatte jetzt gerade auch so ein kleines Tief, obwohl ich eigentlich einfach mal hätte stolz sein dürfen, dass ich vor 2 Wochen dieses Charisma-Training wirklich erfolgreich über die Bühne gebracht habe. Aber anstatt zu sagen, oh, das war toll, jetzt einfach mal einen Tag stolz und dankbar sein, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich erstmal wieder E-Mails beantworten und dies und das machen. Also da ist keiner sicher davor, sage ich mal, da das zu vergessen. Deswegen such dir bewusst einen Moment, an dem du stolz auf dich warst oder glücklich und dich richtig selbstbewusst gefühlt hast. Und diesen Moment nimmst du als Grundlage dafür, um dich auch in anderen Momenten, wenn du dich eben ein bisschen schlechter fühlst oder wenn du eine wichtige Situation hast, wo du aufgeregt und nervös bist und denkst, oh scheiße, ich schaffe das nicht, dann nimmst du dir diese Situation raus. Aber nicht nur irgendwie, sondern du lebst die richtig mit all den verschiedenen Faktoren, die dein Selbstbewusstsein ausmachen. Das heißt, du lebst das mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Aus diesen Gefühlen über dieses Selbstbewusstsein oder dieses dich selbstbewusst fühlen wird eine Emotion. Das heißt, du bewertest das auch positiv, denn dass du dich selbstbewusst fühlst, ist toll. Und gleichzeitig nimmst du die Körperhaltung ein, die zusätzlich nochmal dieses Selbstbewusstsein verstärkt. Und jetzt kommt noch der Riesenclou, weil jetzt packst du zu diesem ganzen Schräubchen noch das, was auch noch außerdem dazu zählt, nämlich deine Atmung mit dazu. Weil wenn du ruhig und tief und gelassen atmest, fühlst du dich automatisch auch selbstbewusster, weil der Körper das miteinander verbindet. Weil das ganze Gegenteil davon, wenn du dir eine Situation nimmst, wo du aufgeregt bist, was passiert da? Unbewusst so eine Schnappatmung. Und da denkt der Körper nervös. Wenn du aber wirklich dieses Ding für dich nutzt und das Gegenteil draus machst, diese ruhige, tiefe, entspannte Atmung als Grundlage für die Übung nimmst, dann bist du voll mit dabei. Das heißt, da hast du wirklich aus diesen ganzen Bereichen
eine komplette Übung, die dich insgesamt in dieses selbstbewusste Gefühl reinbringt. Und am besten ist wirklich, wenn du dir die Übung anleiten lässt, sodass du auch nichts vergisst, dass du auch weißt, okay, jetzt kommt tief und entspannt atmen, jetzt kommt die aufrechte Körperhaltung und währenddessen denkst du die ganze Zeit an diese Situation, wo du dich selbstbewusst gefühlt hast und stolz auf dich warst und rufst so alle Elemente wieder in deine Gedanken, die irgendwie dafür sorgen könnten, dieses Gefühl noch realer zu machen. Dann wirst du selbstbewusst auf Grundlage von einer Situation, in der du schon selbstbewusst warst. Dann ist das echt. Das ist nicht dieses, ich tue jetzt mal so als ob und ich mache jetzt mal einen auf fake it till you make it. Ja, fake it till you nicht mehr alle Tassen im Schrank hast. Also deswegen ist das eben ganz, ganz echt und wirklich eine Mentalübung, die du auf jeden Fall im Alltag immer super nutzen kannst. Ja. Ich habe das in dem Audiotraining Selbstbewusster werden mal so komplett eingesprochen. Heißt also auch möglichst so kurz, dass du das theoretisch wirklich dir auf die Ohren packen kannst und egal wo du bist, wo du mal 5 Minuten irgendwie von einem wichtigen Termin Zeit hast oder auch so generell im Alltag dir das anhören kannst, dich direkt in diese Haltung bringen kannst mit den ganzen Passagen, die dazu zählen und das dann eben auch langfristig und damit eben auch wirklich funktionierend anwenden kannst. Und ich glaube, das ist auch was, wo man relativ schnell so ein Erfolgserlebnis hat, ne? Eigentlich sogar direkt direkt in diesem Moment. Ist natürlich so, dass das dann nicht Ewigkeiten anhält, weil Selbstbewusstsein oder auch dieses selbstbewusste Gefühl, das ist ja nicht eine Eigenschaft, die jeder hat, so wie schwarze Haare oder so. Klar, das kann man auch verändern, aber braucht halt ein bisschen Zeit. Sondern es ist wirklich eher wie so ein Gefühl von mal hat man gute Laune und mal eben nicht. Mal ist es mehr da und mal eben nicht. Und diese Übung hilft aber trotzdem, um dieses positive Gefühl, dieses echte Selbstbewusstsein zu verstärken und auch langfristig wie so eine Art Grundlage zu bauen. Und das ist wie Muskeltraining. Je öfter wir das machen und je intensiver wir uns da wirklich Richtung echtes Selbstbewusstsein aufbauen, trainieren, desto langfristiger hält es natürlich und desto mehr ist es auch in Momenten da, wo wir es gerade ganz dringend gebrauchen können. Super. Und du hast gerade schon dein Audiotraining angesprochen. Das interessiert mich auch sehr. Erzähl mal so ein bisschen was. Wie bist du dazu gekommen? Also was war die Idee? Warum hast du das gemacht? Und was passiert da so? Ne? Also was ist so der Inhalt von diesem Audiotraining? Also das Hauptziel ist tatsächlich selbstbewusster werden. Und unter anderem eben mit Übungen, die ich da anleite. Das heißt also zum einen, dass es wirklich direkt Übungen gibt, die man da sofort macht, wie eben diese beschriebene Übung, mit dem ich nehme eine Situation, wo du selbstbewusst schon warst und darauf baust du auf. Natürlich hat es auch viel damit zu tun, dass ich gern möchte, dass jemand, der das hört, der sich oft sehr selbstkritisch betrachtet oder der auch sehr schnell angegriffen sich fühlt, egal ob von anderen oder manchmal auch von sich selber, dass derjenige, der das hört, auch wirklich versteht, warum ist das so und was kann ich machen, dass es nicht mehr so ist. Also wirklich so seine eigene Persönlichkeit etwas besser zu verstehen und auf der Grundlage dann auch zu verstehen, warum man in bestimmten Momenten so reagiert und wie man das für sich nutzen kann. Also die Schwächen in Anführungszeichen seiner Persönlichkeit besser verstehen und damit verstehen, wie man das doch zu seinen Stärken irgendwo noch machen kann. Also wie man seine Persönlichkeit nutzen kann, um sich damit zu stärken. So ein bisschen das, was wir am Anfang auch angesprochen hatten mit dem erstmal verstehen, was du für eine Person bist, für einen Mensch bist und dann auf der Grundlage verstehen, wie du eben deine Art von Selbstbewusstsein entwickeln kannst. Und genau das möchte ich mit diesem Kurs eben den Leuten an die Hand geben. Und im Kurs wollte ich, ja, genau, nee, sag gerne erstmal. Also absolut dieser Punkt Selbstannahme. Also unter anderem. Du musst ja nicht dein komplettes Wesen ändern, sondern so wie du bist und darauf aufbauen, dann schauen, was für dich der richtige Weg ist. Auch, also es ist wie so eine Art Kombination. Weil manchmal gibt es halt, da müssen wir jetzt mal ein bisschen ehrlich sein, ich weiß, man sagt, es gibt keine Schwächen. Ich finde schon, dass es Schwächen gibt. Ja. Und auf der Grundlage halt auch eben zu verstehen, okay, da ist jetzt vielleicht eine Schwäche da. Zum Beispiel, ich fühle mich schnell persönlich angegriffen. Ja. Das ist
eine Schwäche, ganz klar. Also da braucht mir auch jetzt keiner was erzählen, von wegen, da machen wir doch jetzt einfach eine Stärke draus. Das ist eine Schwäche. Und da müssen wir einfach verstehen, dass die da ist, weil entsprechend können wir dann auch damit arbeiten. Und dieses Dinge persönlich nehmen, sich schnell angegriffen fühlen, ist alleine schon so eine eigene Übung und ein eigener Part in sich, weil das wirklich was ist, was dem Selbstbewusstsein sehr, sehr stark im Weg steht. Dieses, da sagt jetzt irgendwie jemand was und ich gehe direkt so ins Herz gefühlt und man zuckt so zusammen und denkt sich, boah, der ist für mich gestorben und oh, der findet mich total scheiße. Und es gibt ja Leute, die so reagieren. Ich hatte jetzt erst vor 2 Tagen eine Klientin, bei der das genauso gewesen ist und wo wir dann auf der Grundlage dieser Übung es wirklich geschafft haben, dass sie im Alltag direkt das so nutzen kann, dass wenn jemand doch mal irgendwie einen Spruch zu ihr sagt, dass das nicht direkt so sie so trifft. Mhm. Ja. Es hat auch was mit der Persönlichkeitsstruktur einfach zu tun. Und da ist jeder ein bisschen anders gestrickt. Und es gibt Menschen, die nehmen Dinge schneller persönlich. Und wenn ich weiß, warum, klar, kann ich das auch besser, ja, dem entgegenwirken. Genau. Genau. Und wir packen auf jeden Fall den Link zum Audiotraining mal unten rein. Da könnt ihr euch das angucken. Und du hast erzählt, man kann auch so ein bisschen reinhören. Also man kann da Vorfeld schon mal so ein bisschen hören, was da so geht. Unbedingt. Also das war mir auch ganz wichtig, dass man so jeweils bei den verschiedenen Lektionen, man hört zwar was oder man liest was und denkt sich, ah ja, okay, das heißt das. Aber vielleicht heißt es auch was ganz anderes. Und deswegen kann man halt bei mir wirklich in jeder einzelnen Lektion sich die erste Minute komplett anhören. Mhm. Also gerade bei so einem Audiotraining ist es ja schon wichtig, dass jemand dann nicht denkt, oh, was hat die denn für eine Stimme? Ey, da kann ich ja gar nicht zuhören. Kann ja manchmal sein. Also da kann man auf jeden Fall reinhören und man weiß auch meistens eigentlich dann auch in jeder ersten Lektion, in den ersten Sätzen, was wird da das Ziel sein und was kannst du dann nach dieser einen Lektion auf jeden Fall und was kannst du davon erwarten? Ja. Und hast du dir so einen Zeitrahmen gesteckt? Also klar, das ist für Selbstlerner, da kann sich ja jeder die Zeit wahrscheinlich ein bisschen einteilen, aber hast du so gesagt, okay, das ist jetzt ein Training für den und den Rahmen, für den Zeitaufwand? Kann eigentlich jeder so machen, wie er das möchte. Also es sind von der Zeit her, wie die Übungen sind, glaube ich, knapp 2 Stunden. Mhm. Allerdings ist es halt wirklich auch so gedacht, dass da unter anderem natürlich auch Übungen dabei sind, die man langfristig immer mal wieder machen kann. Zum Beispiel eben die in dieses sich selbstbewusste Gefühl bringen. Da kannst du dir diese eine Datei nochmal extra aufs Handy irgendwo abspeichern. Und jedes Mal, wenn du irgendwie denkst, oh nee, jetzt geht mir alles furchtbar, gerade ist so ein Tief oder da kommt gerade eins, dann packst du dir das halt auf die Kopfhörer und hörst du das da für, keine Ahnung, 10 Minuten mal an, diese eine Übung einfach mal so zwischendurch auf die Öhrchen drauf in der Pause oder so und dann kannst du das so auch für dich nutzen. Also das ist auch langfristig so, dass man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Das wäre mir halt auch wichtig, weil Selbstbewusstsein ist ja jetzt nicht so, in 10 Schritten selbstbewusst und in 2 Wochen bist du dann der Überflieger oder was auch immer, sondern es ist ja wirklich ein längerer Prozess, der aber auch ein schöner Prozess ist, wo du gerade auch rückblickend dann siehst, wow, was hast du hier eigentlich alles schon geschafft? Und das ist halt auch vor allem so ein Ding, ich hatte jetzt selber so ein Tief gehabt in den letzten paar Tagen, wo ich mir einfach dachte, oh nee, ey, was ist doch denn alles schief? Warum ich? So. Und dann habe ich dieses Training halt einfach mal gemacht, weil ich so dachte, komm, genau für so eine Situation soll es doch auch sein. Warum solltest du dir denn nicht selber helfen können? Und deswegen habe ich das so zum Test einfach mal selber mit mir gemacht und ausprobiert. Und ich war dann gestern schon wieder so gut drauf, dass ich dachte, ach ja, brauche ich ja gar nicht mehr weitermachen. Ich werde es aber trotzdem, denke ich, die nächsten Tage noch weiter ausprobieren und den Rest auch machen. Also es ist echt so ein Soforteffekt, der irgendwie auch aus so blöden Situationen raushelfen soll. Das war mir halt auch wichtig. Genau, das denke ich, das ist das Wichtige. Wenn du extrem in so einem Tief bist, das dich erstmal so ein bisschen anhebt und dass du motiviert bleibst auch, ne, weiterzumachen, weil du halt schon immer eine Veränderung spürst, weil da was passiert. Genau, also es ist halt wirklich nicht nur so Gelaber von wegen, okay, hier kommen jetzt 1000 Informationen von wegen so und so Selbstbewusstsein, bla, so eine Tipps gibt's halt schon zuhauf, das braucht kein Mensch mehr, sondern es geht wirklich darum, direkt am Machen und während des Audiokurses die Übungen halt auch schon umzusetzen und Veränderungen zu spüren. Ja. Superschön. Und dann hast du mir letztens erzählt, dass du jetzt auch ein Buch geschrieben hast und dass das im November rauskommt. Um was geht es denn in deinem Buch? Das Buch ist die Charisma Queen und es geht um eine, also das ist ein bisschen schwierig zu sagen, es ist ein Roman-Ratgeber. Also eigentlich ist es ein Ratgeber, wo es wirklich darum geht, so Selbstbewusstsein im Alltag zu entwickeln und auch umzusetzen und irgendwo auch charismatischer und
mutiger zu sein und damit auch erfolgreicher. Und ich wollte es halt unbedingt so machen, beziehungsweise ich wollte es auf keinen Fall so machen, wie jetzt so ein Ratgeber, irgendwie 1000 Tipps und 1000 Übungen. Mhm. Hier, friss oder stirb. Lies dir das einmal durch und dann raus aus dem Kopf. Sondern ich wollte halt wirklich unbedingt die Leute und den Leser dabei begleiten, sein eigenes Charisma zu entwickeln und Selbstbewusstsein im Alltag. Und deswegen habe ich Miriam erschaffen. Miriam ist quasi die glückliche oder auch die arme Hauptfigur, die jetzt natürlich auch Höhen und Tiefen im Buch erlebt und in ihrem Alltag eben versucht, mutiger und selbstbewusster zu sein, was ihr mal mehr, mal weniger gelingt. Und der Leser darf halt alles begleiten. Der kriegt ihre Zweifel mit, der kriegt ihre Gedanken mit, der kriegt ihr mit sich hadern mit, aber natürlich kriegt er auch mit, wie sie über sich hinaus wächst und wie wir dann die Übungen, die ich ihr so als Trainer beziehungsweise ja auch dem Leser dann als Ratgeberschreiber mit auf den Weg gebe, setzt sie halt direkt im Alltag um. Und Leser bekommt so ein Gefühl davon, wie könnte ich jetzt die Übung in meinem Alltag einsetzen? Was würde das mit mir machen? Und das war mir halt wirklich ganz wichtig zu sagen, okay, du hast hier ein Buch an der Hand, was nicht nur irgendwie Informationen dir hinblättert, da haben wir wirklich mehr als zuhauf, sondern wirklich dich dabei begleitet, das umzusetzen, zu sehen, wie es funktioniert, dich auch zu identifizieren mit der Miriam. Das war so meine Idee und das hat beim Schreiben und auch beim Korrigieren später sehr, sehr, hat durchaus noch Probleme gemacht, weil das ist schon nicht leicht irgendwie gewesen. Ja. Ich glaube aber, es hat gut funktioniert, weil die ersten Testleser mir vom Feedback her gesagt haben, ey, ich konnte mich hundertprozentig mit der Miriam identifizieren, das war, als hättest du meine Gedanken gelesen, das war richtig verrückt und freuen sich schon darauf, das komplette Buch dann zu lesen, wenn es raus ist. Also ich glaube, es hat funktioniert für viele. Ich kann mir das auch super gut vorstellen. Das ist halt auch mal was anderes so. Also ja, doch, das wird bestimmt mega toll. Da freue ich mich auch schon drauf. So, und es kommt im November raus. Und ich würde sagen, die Leute können einfach dir überall folgen. Wo, das sagen wir gleich noch. Und wenn es dann da ist, werde ich auch auf meinen Kanälen Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Schön. Genau, genau. Erzähl doch genau zum Abschluss nochmal, wenn man jetzt sagt, okay, man interessiert sich für das Audiotraining oder für das Buch oder möchte allgemein mal Kontakt zu dir aufnehmen, wo und wie kann man das am besten machen? Also ihr könnt zum Beispiel sehr gerne auf meine Website kommen am besten. Seidieselbstbewusst.com. Da ist so im Prinzip alles gebündelt. Da kommt ihr über den Blog und Podcast auf die Podcast-Folgen. Übrigens auch ein schönes Interview mit der Jule drauf. Also das kann ich auch sehr ans Herz legen. Und auch der Audiokurs ist da mit dabei. Und da gibt es auch ganz bald Informationen zum Buch. Bei Instagram habe ich auch ganz viele Blicke hinter die Kulissen so gemacht. Also was jetzt so das Buch angeht, die ganzen Höhen und Tiefen, was da alles nicht funktioniert. So ein paar Mini-Leseproben werden dazwischen drin auch immer reingestreut. Und ansonsten, wenn du auch zum Beispiel Lust hast, dir das kommt, also beziehungsweise erstmal so die paar Leseproben, sagen wir mal, vom Buch anzuschauen, sich mal einzulesen, zu gucken, ist das was für dich, dann kannst du dich auch gern bei mir in die Trainertipps eintragen. Also das ist wie so eine Art Begleitung nochmal zum Umsetzen der Tipps, die eben im Podcast kommen. Das bekommst du dann eben kostenlos auch via E-Mail in dein Postfach und kannst dann da gucken, okay, was ist diese Woche dran, die und die Tipps, so und so kannst du die umsetzen. Und da gibt's dann unter anderem auch die Charisma Queen Leseproben. Das war jetzt viel, ne? Ja, aber ich höre dir immer so, so gerne zu. Ne? Ich kann, ach, das ist so entspannt, wenn man dir einfach hört. Das ist super schön. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super viel toller Input, super mega geile Tipps, wo man jetzt ansetzen kann, wo man jetzt mit dir gemeinsam vielleicht auch weitermachen kann. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ich danke dir auch. War ein ganz tolles Gespräch. Danke dir. Und bis ganz bald hoffentlich, ne? Auf jeden Fall. Und euch danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.